Hallo und herzlich willkommen bei Inbalz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was übers Wochenende auf dich zukommen wird. Beachte dabei hier auch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, schauen wir mal. Ich beginne mit Krebs. Vielleicht ist jemand so lieb und macht unten die Minutenangaben. Ich freue mich immer so sehr. Schau mal unten, vielleicht hat jemand da schon die Minutenangaben gemacht. Schauen wir mal. Beginnend mit Krebs, bitte. Was kommt auf die einzelnen Sternzeichen jetzt übers Wochenende zu, bitte? So, okay. Krebs, was haben wir hier? 9 der Kelche. Ja, sicher. Sicher hast du 9 der Kelche. Weißt du wieso? Weil Oktoberrabatt ging ja nur bis am 1. April, bis und mit Ostermontag. Aber ich laufe den Rabatt für deine Legung, für die zweite Jahreshälfte, noch ein paar Stunden laufen, damit du da auch noch davon profitieren kannst. Ja, 50% Rabatt auf die Fortsetzung der Legung für die zweite Jahreshälfte. Die Legung ist auf meinem Kanal, kam gestern raus. Ich lasse es noch ein paar Stunden laufen. Falls du den Abzug im Warenkorb nicht mehr siehst, dann ist es, weil der Rabatt nicht mehr gilt. Okay, damit du da auch profitieren kannst, lasse ich es für dich laufen. Findest das Video auf meinem Kanal. Mit 9 der Kelche bekommst du dann auch noch eine zweite gute News. Ja, sicher, da kommen gute News auf dich zu. Ich sehe hier mit 9 der Kelche, dass du am Sonntag dich hinsetzen wirst, Krebs, und sehr zufrieden sein wirst mit deinem Leben, mit den Entwicklungen in letzter Zeit. Mein Gott, Inbalz Tarot verlängert den Rabatt für mich. Und dann kommt hier mit 9 der Kelche noch eine weitere gute News auf mich zu, ja, nach der ich mich dann sehr gut gefühlt habe, sehr zufrieden war. Was für ein Wochenende, was für gute News. Ich kann das fast nicht handeln, sagst du dir. Also ein sehr zufriedenstellendes Wochenende hier kommt auf dich zu, und ich sehe dich auch sehr, dich um dich kümmern und Dinge tun, die dir sehr gefallen. Okay? Löwe, in den nächsten 48 Stunden, jetzt übers Wochenende, sehe ich hier mit 3 der Münzen, dass du etwas mit der Arbeit zu tun haben wirst. Es ist Wochenende. Vielleicht hast du einen Job, wo das ziemlich egal ist. Ja, was für ein Tag es ist, vielleicht hast du einen Job, wo du immer zur Verfügung stehen musst oder eben am Wochenende arbeitest. Auf jeden Fall ist das, was hier übers Wochenende ansteht, sehr wichtig für deinen Aufstieg am Arbeitsplatz. Bah, wenn du am Wochenende nicht arbeitest, Löwe, dann nimm diesen Anruf am Samstag an. Vorausgesetzt, es ist auch okay für dich, das wird dir Pluspunkte bescheren dann bei der nächsten Besprechung der Beförderungen. Ist sehr wichtig für deine berufliche Laufbahn. Aber eben, gell, man muss immer schauen, ob man das auch wirklich will oder nicht. Gell? Ja, sonst heißt es dann, samstags nimmt Löwe auch das, Löwe nimmt auch samstags das Telefon ab, und dann hast du diese Image und dann, ja, bekommst du Anrufe am Samstag. Also überleg es dir. Okay. Jungfrau, in den nächsten 48 Stunden übers Wochenende sehe ich hier mit der Gerechtigkeitskarte, dass du etwas endlich mal tun wirst. Du wolltest es schon lange mal tun und du hast es immer wieder aufgeschoben, wenn nicht sogar 11 Monate lang. Ist das etwas, das man nur jetzt machen kann? Nur jetzt hier im April, in dieser ersten Woche, am ersten Wochenende von April? Oder von April bis Mai, Entschuldigung. Ist das etwas, das man nur von April bis Mai tun kann? Und du hast es verpasst damals und jetzt musstest du 11 Monate warten und jetzt tust du es endlich übers Wochenende. Wird dir sehr viel Freude bereiten und du wirst dir dann schon denken, hätte ich es doch früher schon getan. Okay. Waage, übers Wochenende sehe ich dich hier mit 8 der Münzen sehr vieles sortieren. In deinem Innenleben, in deinem Haushalt, in der Küche sehe ich dich vieles sortieren. Übers Wochenende sorgst du für Ordnung und das gibt dir dann sehr viel Ruhe. Okay. Büro sortieren, Papiere sortieren. Es geht hier um Gegenstände, um Themen, die du lange nicht angefasst hast. Und jetzt gehst du dahin und sortierst die. Ja. Auch Gedanken, die du lange nicht angefasst hast, da gehst du jetzt hin und sortierst sie.
Okay. Skorpion, übers Wochenende, Ast der Stäbe, hier sehr viel Potenzial für Sex, hier sehr viel Potenzial für einen One-Night-Stand. Mit Ast der Stäbe sehe ich, dass du einen neuen Ort besuchst. Das kann ein neuer Club sein, ein neuer Park, ein neuer Stadtteil. Ich sehe hier neue Cocktails, ein Cocktail, das du noch nie probiert hast oder dass du vielleicht neu mal ausgehst, ohne irgendwie Alkohol zu trinken. Ast der Stäbe hier, was Neues. Du probierst hier was Neues übers Wochenende und wie gesagt, da ist sehr viel Potenzial für ein One-Night-Stand. Okay. Schütze, übers Wochenende sehe ich hier mit 9 der Münzen, dass du hier einer ziemlich kostspieligen Freizeitaktivität nachgehst. Klar, Shopping kommt einem als erstes in den Sinn. Es kann auch sein, dass du Skifahren gehst, Snowboarden gehst. Ey, zu dem Preis, ja, den du hier in der Schweiz zahlst für ein Wochenende auf der Piste, da kannst du nach Mallorca eine Woche lang. Das ist wirklich krass. Und also, nee, ich weiß jetzt nicht, ob die kostendeckend arbeiten oder die Leute abzocken, aber das ist wirklich krass, gell? Gut, es ist auch einfacher, da ein Häuschen am Strand zu eröffnen, als da auf den Alpen, ja, auf unmöglichen Gipfeln Seilbahnen aufzubauen. Das ist hardcore. Also das ist ja, aber eben 9 der Münzen, eine teure Freizeitaktivität hier. Ja, vielleicht gehst du Formel 1 fahren, ja, ein richtiges Formel 1 Auto, das ist auch teuer, oder so Pilotzeug, das ist so Flugzeugfahr, Helikopterfliegen, so solche Dinge, also irgendeine teure Freizeitaktivität wirst du hier haben übers Wochenende. Steinbock, übers Wochenende, der Teufel hier. Das ist die Steinbock-Karte, bedeutet nichts Schlimmes, bedeutet einfach nur, dass du dieses Wochenende das tust, was du willst. Ich sehe dich hier faulenzen, ich sehe dich hier essen, trinken, Spaß haben oder nicht Spaß haben, falls du keine Lust hast auf Spaß haben. Also geht voll nach deinem Gusto. Ich sehe dich hier auch dein Handy auf lautlos lassen, willst hier in Ruhe gelassen werden hier mit der Teufelskarte. Gleichzeitig sehe ich, dass du hier gewisse Aspekte an dir entdeckst übers Wochenende. Oh, ich kann ja gut malen, wusste ich gar nicht. Oh, ich kann ja gut dies und jenes, wusste ich gar nicht. Also wirst hier dich selbst auch besser kennenlernen übers Wochenende. Wassermann, übers Wochenende sehe ich hier Ritter der Kelche hier. Jemand wird dir sehr sympathisch sein. Da gibt es eine Person, wo du sagen wirst, ich möchte mit diesem Menschen befreundet sein. Ich möchte mich hier anfreunden, ich mag diesen Menschen und ich kann mir vorstellen, dass da eine tiefe Freundschaft entstehen kann zwischen uns beiden. Jemand ist dir hier sehr sympathisch. Sehr sympathisch und ich sehe dich das auch zeigen. Ja, dieses, hey, ich finde dich sympathisch, oder? Das zeigst du auch und du zeigst auch das Interesse. Ja, das ist platonisch, das ist nichts Liebestechnisches. Fische, übers Wochenende sehe ich hier den Magier. Du setzt hier nun alles ein, was du weißt, was du kannst, was du hast, um deine Träume zu verwirklichen. Deine Erkenntnis Nummer 1 hier ist, wenn ich mir etwas vorstellen kann, dann kann ich es auch kreieren. Ja, aber natürlich, ja. Ich meine, hoppala, ich habe hier mein Handy. Das hat man sich vorgestellt. Handcreme, man hat sich das vorgestellt und dann hat man es kreiert. Wenn dein Hirn imstande ist, sich etwas auszudenken, das, was du dir da denkst, Fisch, es gibt Menschen, die das gar nicht denken können. Die können das nicht realisieren. Man muss erst mal drauf kommen. Und das ist Schritt Nummer 1, es dir denken können. Oder? Voilà. Also kannst du es. Und du hast hier, ja, ich sehe dich hier, so ein 360-Grad-Denken, ja, so ein Panorama-Denken hast du. Du denkst über alles nach und versuchst alle Aspekte zu bedenken hierhin, auf deinem Weg hier, auf dem Weg hier zu deinem Traum. Sehr schön. Wieder in den nächsten 48 Stunden, 7 der Münzen, es geht nicht vorwärts, es geht nicht vorwärts. Bei einigen geht es hier um Gartenarbeit. War dir das, die ich zu Gartenarbeit verdonnert habe, oder war das Wassermann? 7 der Münzen, also da ist ganz konkret bei einigen Gartenarbeit angesagt und es will nicht vorwärts gehen. Es gibt da so viel zu tun, sagst du. Bei den anderen geht es hier darum, dass
eine familiäre Beziehung einfach nicht gut werden will. Es will einfach nicht besser werden. Du hast investiert, versucht, oder man sagt ja, oder Blut ist dicker als Wasser. Also versuche ich hier die Verbindung, die Beziehung gut zu halten, zu verbessern, ja, und nee, es wird nichts draus. Ja, so, merkst, wird nichts draus. Dieser Mensch ist mir nochmal unsympathisch oder ich bin diesem Menschen unsympathisch und ist halt Blutsverwandtschaft, was will man tun? Ich muss es so akzeptieren, sagst du. Okay. Stehe in den nächsten 48 Stunden, die Hohepriesterin hier, höre auf deine innere Stimme und sei ruhig. Sag nichts. Ich weiß, es juckt, das ist die Kartenlegerin übrigens im Tarot, ja, und ich bin ja die Kartenlegerin. Mir juckt es auch unter den Fingern, wenn ich da was spüre, sehe, höre, gell, in meinem privaten Umfeld. Aber ich sag's dir, es ist besser, wenn du die Klappe hältst. Naja, weil, weißt du, was ich dir auch definitiv bestätigen kann? Das, was du da siehst, hörst, fühlst, ja, wissen diese Menschen schon lange. Und wenn du dann irgendetwas sagst, bist du dann die Böse, der Böse, weil du hast es ausgesprochen. Behalte es für dich. Glaub mir, die Hohepriesterin ist eine Karte von 78. Wir alle haben das drauf. Wenige geben es zu und ja, du wirst hier die Spielverderberin, der Spielverderber sein. Ich wäre einfach still. Nö. Zwillinge, in den nächsten 48 Stunden hier. Der Wagen hier, irgendein Thema, das nicht vorwärts gehen wollte, geht hier endlich vorwärts. Ich sehe dich hier auch mit dem Wagen eine Reise unternehmen. Du gehst irgendwo hin, wo du alles abschalten kannst. Man sieht, wie man hier die Stadt hier zurücklässt und Gefühle hier, das Wasser, Gefühle, die einen durcheinander gebracht hat, zurücklässt. Du gehst hier irgendwo hin, wo du dich voll entspannen kannst, alles zurücklassen kannst mit der Wagenkarte hier und in diesem Moment da, wo du alles zurücklässt und dich entspannen kannst, Zwillinge, rattert es plötzlich in deinem Gehirn und plötzlich weißt du, wo du lang gehen musst. Plötzlich weißt du, in welche Richtung du gehen musst. Ja, natürlich. Also das hat mir mal eine Psychotherapeutin erklärt. Sie hat gesagt, meine Aufgabe ist es im Grunde einfach nur, die Menschen da von diesem Lärm wegzubringen und hin zu sich zu bringen. Na dann, Der da mit Burnout, ich rede jetzt, weil es das letzte Sternzeichen ist, der da mit Burnout zur Psychotherapie kommt. Was ist der Lärm? Also eigentlich ist ja alles okay. Körper ist gut, Dach über dem Kopf, alles ist okay. Die Mama ist eine nette, Vater ist auch ein stiller Kerl, aber nett. So, ne? Aber der Lärm, die Firma muss gerettet werden, ohne mich läuft da nichts. Und da hilft dann eine Psychotherapeutin dabei, den Lärm drumherum, oder die Frau kritisiert mich die ganze Zeit, die Ehefrau, oder da hilft man dann, den Menschen sich zu zentrieren. Und das ist dann die Therapie, ja, weg von diesem Lärm. Und da siehst du jetzt den Effekt, ja, was das für einen Effekt hat, wenn du dich zentrierst und den Lärm drumherum mal ausblendest. Die Gesellschaft, Familie, Freund, Freundin, Beruf, Job, all die Erwartungen, tschüss, und zack, kommt die Klarheit. Okay? Wünsche euch ein schönes Wochenende. Bye, bye.